Ja, und ansonsten ist das Spiel nicht wirklich schwer. Ach du Scheiße. Oh Gott. So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flash-Game-Spiel. Das letzte war ja nicht so. Naja, das war ja nicht so pralle, ne? Also, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Nick Party. Ich meine, war ein netter Ansatz, war aber irgendwie geklaut und irgendwie scheiße programmiert. Und es hat geleckt. Ja, das ist ja das Schlimmste gewesen. Aber heute möchte ich euch einfach mal ein besseres Flash-Game spielen, was ich auch schon jahrelang kenne. Also, es ist ein Spiel fast aus meiner Kindheit. Haben auch die Leute ja relativ gut bewertet. Also, da gab es fast 5 von 5 Sternen. Deswegen. Ich kann aber auch zustimmen, dass das ein wirklich gutes Flash-Game ist. Und wenn ihr ein gutes Flash-Game sucht, dann ist auf jeden Fall Boxset, das heißt übrigens mit Zombie Wars, ein gutes Flash-Game. Ich kann dir mal ganz kurz erklären. Also Boxset, das sind die Entwickler davon, die das programmiert haben. Das Entwicklerstudio hat auch unter anderem andere Boxset-Titel ja, gemacht. Aber auch, glaube ich, ein paar andere Spiele, ich weiß gar nicht welche. Auf jeden Fall gibt es hier noch Boxset Halloween, Boxset Where Rooms, Boxset More Rooms oder Boxset to Play Rooms. Ja, das sind jetzt nur verschiedene Variationen. Das kann man zum Beispiel zu zweit an der Tastatur spielen. Habe ich früher ganz gerne mal gemacht, mit einer Freundin zum Beispiel oder mit meinem Bruder oder so. Und ja, nochmal kurz zur Erklärung. Das ist ein, ja, Zombie-Survival-Spiel. Kann man schon mal so abschließen und, ja, ist so ein bisschen Lego und Playmobil-Style und von dem her. Wir starten einfach mal das Spiel. Ich werde jetzt eben nochmal hier live die Lautstärke ein bisschen runterschrauben. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Das ist jetzt übrigens schon mein vierter oder fünfter Aufnahmeversuch, weil jeweils immer Camtasia der Studio-Recorder voll war. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen leiser auf 50 oder so. Ja, gut, und das kann man halt in zwei Variationen spielen. Einmal kann man defenden mit verschiedenen hier, wie heißen sie gleich nochmal, Geschützen, und das kann man dann halt, wie gesagt, auch allein auf eigene Faust spielen. Das werde ich auch gleich mal machen. Und ich würde mal sagen, hier Schwierigkeit Beginner. Hier kann man noch was konfigurieren, aber ich starte jetzt einfach mal. Ich hoffe jetzt mal, dass ich mal mehr als 8 oder 7 Minuten aufnehmen darf. Wäre ganz nett von dir, Spiel, wenn ich, oder eher gesagt, Aufnahme, wenn ich das machen dürfte. Ja, und hier sind wir. Wir sind hier der Mannekicken, der überleben muss. Also, das ist jetzt die erste Welle und das sind so die paar Zombies, die jetzt hier so rumlungern. Ja, haben ein paar Leben, man kriegt immer so ein paar Punkte. Und ich finde auch gerade zu zweit macht das Spiel schon eigentlich relativ viel Bock, da zusammen zu überleben. Ist schon ganz geil. Das kann man auch, glaube ich, irgendwie online spielen. Da gibt es auch einen Teil von. Hatte ich vorhin zum Beispiel mal gesehen, wo ich durchgesucht hatte. Das Blut bleibt doch hier so auf dem Boden kleben. Das ist relativ geil. Oh, jetzt werden wir hier umzingelt. Die Map ist relativ klein. Oh, Alter, von allen Seiten. Glaubst du es denn? Das ist, glaube ich, die schwierigste Map, die es hier gibt, weil die so klein ist. Ah, lasst mich bitte mal in Ruhe. Geht mal bitte weg von mir. Ich schmecke nicht so lecker, wie ihr denkt. Oh, so viele Gegner, so viele Gegner. Mit übrigens, nee, haben wir noch nicht. Ich dachte, wir hätten schon eine Waffe. Man muss sich immer so ein bisschen aufskillen. Und Sinn der Sache ist es halt einfach, die Wellen hier zu überleben. Schon mein erstes kleine Leben verloren. Wir haben zum Beispiel auch gerade als Upgrade bekommen, dass man Dauerfeuer machen kann. Das kommt also, man bekommt also immer und immer mehr was dazu. Jetzt zum Beispiel sind wir Barrels. Das sind so Benzinfässer, die dann, wenn man gegenschießt, explodieren tun. Also hier zum Beispiel jetzt warten, bis genug da sind. So, und da sind, haben wir 4 getötet immerhin. Und diese kleinen Päckchen sind immer so Muni-Päckchen. Oder je nachdem, Leben vielleicht auch ist man drin. Ist man auf jeden Fall gut versorgt. Ja, das macht auf jeden Fall, ja, schon Bock. So gegen Langeweile oder wenn man mal ein Flashgame sucht oder was aufnehmen möchte. Klar ist das zu zweit lustiger, aber so sein Skill jetzt so beweisen zu können oder so,
oder auf Probe gestellt zu werden. Schon ganz cool, ne? Finde ich jetzt so. Man sieht schon, ja, es wird immer schwerer. Die Map ist nicht die größte und es kommen auch immer mehr Zombies dazu. Die auch dementsprechend immer stärker sind. Die Roten sind zum Beispiel ultra schnell, dann gibt es hier so Mumien, keine Ahnung, und später kommen noch Teufel und alles, was das jetzt begehrt dazu. Oh, lass mich mal bitte hier durch. So, Shotgun. Ja, und ihr könnt ja gerne auch mal das Spiel, ja, euch mal zu Genüge tun und könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr überlebt habt, wie viele Runden, viele Wellen. Ich streng mich jetzt einfach mal an, aber ich denke mal mehr als, was weiß ich, 10 schafft auch nicht. Es ist relativ schwer dann. Ich gerade meine Grate hier auf der kleinen Map. Es ist nicht wirklich ultra einfach von dem her. Ich warte jetzt mal, bis hier genügend lang rennen. Dann werden sie alle getötet. Jawoll. So, neue Muni erhalten. Das ist sehr schön. So, und nochmal gegenknallen. Ja, aber immerhin haben wir jetzt die dritte Runde beinahe geschafft. Steuerung ist auch eigentlich einfach. Auf Leertaste ballert er. Auf X wechselt da die Waffen. Ja, und ansonsten ist das Spiel nicht wirklich schwer. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, die Welle 4 hier ist schon nicht so einfach. Heilige Mutter. Verfolgungsjagd. Oh, neue Barrels. Komm schon, ich muss durchknallen. Oh, ist das ärgerlich. Die versperren mir immer den Weg, die Scheißviecher. So, ich verstecke mich jetzt mal hier unten. Ach du Scheiße. Ich kriege hier Platzangst. Ja, Runde 4 ist schon anspruchsvoll auf der Map. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich bin auch schon fast tot hier. Ach, verschwindet. Solltet auch immer gedrückt halten, merke ich gerade. Das ist um einiges dann einfacher. Alter. Kommt auch nur Barrels. Jawohl, so ist es am besten. Wenn sie dann nicht weitergehen können. So ist echt gut. Oh nein, ich verliere schon bei Runde 4. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Game over, enter your name. Mach ich jetzt aber mal nicht. Ja Leute, ich könnte euch jetzt noch mehr zeigen, aber ich denke mal, das reicht. Ich möchte euch jetzt nicht damit ultra zu langweilen, ja, es muss ja nicht zwingend notwendig mal 15-20 Minuten lang sein, das Video. Ich habe euch das Flashgame gezeigt. Ihr könnt gerne mehr Vorschläge schicken, sagen und auch mal, ja, wie findet ihr das Game, keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben und ansonsten testet es gerne selber mal aus und ja, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, das war Boxset with Zombie Wars und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.